Hallo, ich bin Philipp Weber, spiele beim SC DFK auf Rückraummitte, Rückraumlinks und freue mich heute bei euch meine Traumsieben vorzustellen. Im Tor war es nicht ganz einfach, aber ich habe mich dennoch für Björkvin Pál Gustafsson entschieden, mit dem ich in Magdeburg zusammenspielen durfte. Und er war, glaube ich, einer der ersten Spieler, der mit kurzem Hemd ins Tor ging. Und das sagt halt schon viel über seine Person aus. Er ist ein sehr, sehr verrückter, lebensfroher Mensch, mit dem es einfach riesig Spaß gemacht hat, auf der Platte zu stehen. Auf Linksaußen habe ich Uwe Gensheimer nominiert. Ich glaube, über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir hier nicht diskutieren. Das ist in meinen Augen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linksaußen momentan, den wir haben im Handball. Und nebenbei auch einfach neben dem Feld ein Top-Typ. Rückraum links habe ich Ales Pajovic mir ausgesucht, weil das für mich damals in Magdeburg meine Anfangsphase so mein Papa war, der mir so ein bisschen die Handballwelt so gezeigt hat und mir viele Sachen beigebracht hat und da bin ich froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Auf der Mitte ist auch so ein bisschen mein Ziehvater gewesen, Stian Tönnesen, der mich damals in Magdeburg, als ich noch ganz klein war, eigentlich mit 17, 18 Jahren so ein bisschen in die Spielmacherstruktur eingeführt hat und mir da unglaublich viele Tipps gegeben hat und ja, im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer einfach eine Riesenbank war. Rückraum rechts habe ich Andreas Rojewski genommen. Ich habe mit Andreas in Magdeburg zusammengespielt, aber auch hier in Leipzig und ja, er ist einfach ein wahnsinnig toller Typ, der mir auch damals schon in der Schulzeit ab und zu meine Grenzen aufgezeigt hat und darüber bin ich ihm sehr dankbar. Rechts außen habe ich Christian Sprenger, weil ich einfach, wie er den Handball zelebriert hat mit seiner Emotionalität, ein Top-Spieler ist, der schon damals immer einer zu den Idolen von mir gezählt hat, wie er da so die Halle abgeholt hat in Magdeburg. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und einfach ein geiler Handballer. Und am Kreis die lebende Legende aus Magdeburg, Bartosz Jurecki. Also Bartosz war nicht nur auf dem Feld eine Riesenbank, sondern auch neben dem Feld, der die Leute mit seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist, einfach beeindruckt hat. Und man musste den Ball ihm nur irgendwie hinrollen, hinschmeißen. Er hat jeden Ball sich genommen und hat meistens immer ein Tor gemacht oder einen Siebenmeter rausgeholt. Von daher ist er aus meiner Sieben nicht rauszudenken.